Ja, ich glaube, die war es. Also ein bisschen noch nach Süden, so unterhalb von dem Ding, der nach Osten abknicken. Da Türme bauen und gucken, ob ich da ein, zwei Gebäude zerstören kann für Alien-Artefakte. Mauern habe ich dabei, Türme habe ich dabei, Munition für die Türme habe ich dabei, Munition für meine Gatling Gun habe ich dabei. Flammenwerfer für einzelne Gebäude, die nicht so stark sind, habe ich dabei. Und hier ist noch eine Nursery. Ja. Nicht sehr beeindruckend, die Basis. Aber gut. Wart Mod, dat Mod. Wir kriegen eine Alien-Artefakte, das ist mehr als keins. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Dann kriegst du hier Mauer. Da Mauer. Kriegst eine hässliche Mauer. Und ich lock mal die Königin ran. Komm her. So, warte. Na, treffen wir nicht, weil ich nicht weiß, wo ich hinschießen muss. Geht irgendwie schneller kaputt, kann das sein? Wegen der Forschung vielleicht. Na gut. Nö. Flammenwerfer ist bei denen auf jeden Fall noch besser. Du gehst auch. Put ja ein Alien-Artefakt. Und drei Extraktoren sind hier. Das ist jetzt ärgerlich, weil ich kann hier keine Gebäude setzen, richtig? Obwohl, Türme kann ich setzen. Wenn ich... Also jetzt Nacht, das ist doof. Wenn jetzt Tag wäre und ich hätte keinen Angriff, 51 Türme schießen, okay. Und ich setze hier die Extraktoren hin und die Solarpanels und so weiter, dann habe ich ohne Gefahr. Das Ei, da wird nicht mehr ausschlüpfen. Ich habe dann keine wirkliche Gefahr. Oh doch. Oh, ich habe eine sehr große Gefahr. Alle x Minuten spawnt hier die Königin. Das heißt, ich müsste dich eigentlich zerstören. Nee. Nee, das wird nichts. Das heißt, hier müsste ich mich jetzt in 200. Hast du? Auf 200. Oh ne. Mining Time. Amount ist 46. Amount ist 7. Und hier unten war noch irgendeiner? Es waren 3. Ich sehe nur nichts. Also Taschen, das. 46, 7 und 170. Okay, also es wird sich lohnen. Das heißt, ich muss mich dann in den nächsten Folgen entscheiden. Will ich das Ding hier nutzen als Illyrium-Mine? Dann müsste ich das vorher mit dem Flammenwerfer mühsam wegbrennen. Oder ich nutze es als Respawn-Basis, wo dann nach und nach immer eine Nursery spawnt, die ich weghauen kann für ein Alien-Artefakt. In der Hoffnung, dass ich dann in 20 Folgen mir einen Grinder kaufen kann. Was, wie gesagt, ziemlich deprimierend ist. Aber wir haben ja noch Optionen offen. Wir können ja gucken, wie es mit Robotern läuft und so weiter. Dann klappt das vielleicht ein bisschen besser. Und ich sollte nicht in deren Basis gehen. Das könnte gefährlich werden. Ja. Momentan bleibe ich lieber erstmal bei der Respawn-Basis, weil selbst wenn ich das ganze Illyrium abbauen würde, würde es nicht reichen, um genug lila Tränke herzustellen, um irgendwas ganz Tolles zu machen. Was schade ist, aber na gut. Balancing ist halt noch nicht so super duper bei dieser Hardcore-Version. Zumal es ja auch nicht die vom Mod-Autor abgesegnete offizielle Hardcore-Version ist, sondern eine Fan-Version für die aktuelle Vanilla-Factorio-Version. Also ich hätte auch die abgesegnete spielen können, aber die ist dann halt für eine veraltete Vanilla-Version. Und ich fand die Änderung in dem Vanilla-Patch eigentlich ganz schick. Mit den Roboports auf dem Rücken und bessere Sachen einsammeln können und so einem Gedöns. Auch wenn ich davon einen Teil jetzt nicht nutze, weil... Ja, einen Teil davon nicht nutze, weil ich keinen Platz habe in der Power-Armor. Und ihr habt hier gar keinen Strom, Jungs. Sagt doch was. Also ja, tut ihr aber das nicht. Ihr seid doof, Jungs. So. So. Ich vergesse immer, wo ich die noch hinsetze, aber so ist besser. Bapp die mal gleich von hier aus hin, dann habe ich die auch nicht im Inventar rumliegen und dann ist gut.
tut mir leid. Sind die Roboter inzwischen fertig? Oh, das sind sie. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Also die 400... Na okay, das macht doch irgendwie Sinn. 400 Roboter, die jedes Mal 3 oder 4 Stück tragen können. Das sind dann 1200 Schuss Munition pro Flug. Also eine ganze Reihe. Das heißt, sie müssen nur 4-mal fliegen oder 5-mal fliegen, um so eine ganze Kiste leer zu machen. Ja, da habe ich doch kein schlechtes Gewissen, wenn ich das jetzt auch noch mache. So, zack, alle Roboter beschäftigt. Schön. Du bist egal, das kommt später. Zeig her. So, Eisenplatten sind hoch auf 12.000. Und ich sehe Kupferplatten. Ich sehe 777 Kupferplatten gerade. Das ist schön. Das ist sehr schön. Und grüne Chips sind auf 1300 hoch. Das ging wesentlich schneller, als ich gedacht hätte. Oh. Ja, hier habe ich jetzt ein Problem, dass ich wieder temporär lösen werde. Weil Flickwerk toll ist bei Lösungen. So. Wie kriege ich mein Petroleumgas verballert? Ich könnte daraus ebenfalls Fuelblocks machen. Ich könnte hier noch Kisten dazwischen klemmen. Ich könnte hier allgemein auch noch überall Kisten dazwischen machen. Ich glaube, das mache ich mal. Ich nehme jetzt mal... Ah, das geht gar nicht ordentlich, oder? Warte. Macht das Sinn, was ich jetzt tue? Ja, oder? Dadurch könnte es mir... Macht das Sinn? Bisschen. Nicht viel, aber ein bisschen. Das heißt, ich habe jetzt 2 Kisten, wo die Fuelblocks eingelagert werden. Damit hier das Fließband schneller frei wird. Damit alle 6 Chemical Plants arbeiten. Damit sich das leichtönig staut. Ja, das ist sinnvoll. Jetzt müsste ich nur noch das hinbekommen, dass das Petroleumgas ebenfalls verbraucht wird. Indem ich... Ich könnte die 2 hier umstellen, dass sie Petroleumgas benutzen und kein Leichtöl. Das wäre sogar gar nicht so schwer, oder? Das Petroleum... Das Leichtöl... Nee... Leichtöl ist ja auch schon fast am Cap. Wenn ich die beiden jetzt wegmache, dann... Staut sie vielleicht das Leichtöl. Nein, tut es nicht. Weil bisher haben nur 2 Stück durchgehend Leichtöl verbraucht. Jetzt verbrauchen 4 Stück durchgehend Leichtöl. Also müsste das hier runtergehen. Von 1800 auf 1700 in 10 Minuten oder was auch immer. Aber sollte jetzt runtergehen. Okay. Gefahr erkannt. Gefahr hoffentlich gebannt. Ich mache das jetzt mal so. Stell euch um auf Solid Fuel Block, Shift rechts, Shift links, durch das Zeug da. Mach hier eine Abknapsung. Was ein offizielles Wort ist. Eine Abknapsung, kennt jeder. Und die kommen jetzt dahin. Allerdings werden die Fuel Blocks immer noch nicht schnell genug abtransportiert. Ich kann hier... Oh doch, ich kann das noch lustiger machen. So. Sind jetzt doppelt so viele Ärmchen, die es von diesem Fließband wegnehmen. Das wird irgendwann voll sein, aber das ist mir dann auch egal. Wenn es voll ist, kann ich immer noch hier eine neue Kiste runterhängen. Das ist sehr komisch. Aber es gefällt mir, es sieht putzig aus. Gut, putzt mal da weiter. Arbeiten jetzt hier endlich alle? Nö. Sollte ich mit roten Fließbändern arbeiten? Hier. Ja, sollte ich. Hier in dem Bereich zumindest einmal einen Rutsch bekommt und aufgerückt wird. Baue bitte einfach eine Handvoll davon. Also ich hoffe, es funktioniert so, wie ich denke. Dass jetzt hier alles dicht beieinander liegt und nicht so eine großen Lücken dazwischen sind wie hier. Hast du vielleicht hier ein schnelleres... Ah, das könnte was bringen. Ja, mach mal schnell einen Splitter.
Oh, und wo jetzt auch grüne Chips wieder im System sind, sollte ich unbedingt für den Eigenbedarf welche abholen, weil das erspart die Bauzeit doch ungemein. So, ihr seid am Arbeiten. Ah, das ist sehr gut. Es wird jetzt also auch wieder Petroleumgas verbraucht. Das kann ich mir nicht irgendwie im Logistiksystem anzeigen, oder? Nee, ich denke ja schon wieder an GregTech. War doch GregTech, oder? Nee. Applied Energistic war's. Entschuldigung für diejenigen, die keine Ahnung haben, wovon ich spreche. Das sind nur Mods. Geh. Zu einer Kiste. So. 12.000 Eisen, 1.700 Kupfer inzwischen. Auch wenn das zum Preis der Produktivität ist. Weil wir jetzt halt direkt Roherze ballern. Aber ich denke, es war eine richtige Entscheidung. Das heißt, ich schnapp mir jetzt grüne Chips, baue dann die Kampfroboter-Fabriken auf und werde damit hoffentlich in den nächsten Folgen ein bisschen oben experimentieren können. So, gib mir erstmal für den Eigenbedarf da was. Dann gib mir ich... Ja, schmeiß es einfach hier rein. Dumm, 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 dumm. So, Kram, Zeug und noch mehr Kram. Gut, die 62 Illyrium könnte ich jetzt auch umwandeln, aber komm schon, macht keinen Unterschied. So, wo baue ich die Kampfroboter? Hier haben wir noch Platz. Und da man die einen für die anderen braucht, mache ich das hier. Hm? Sag mal her. Nee, braucht man gar nicht. Oh, und ihr braucht flüssiges Wasserstoff. Hat sich damit erledigt hier? Okay, gehen wir zur Waffenschmiede. Wie wäre hier hinten? Und dann bopp ich die hier irgendwo an. Ich habe keine Fabrikeninventar. Das soll so, glaube ich, nicht sein. Dann bopp mal da. Mach's aber direkt hier an das Rohr ran. So. Du stellst bitte her. Shooting Speed 3. Sind die jetzt einfach stärker oder ist es einfach eine andere Art von Roboter? Ich würde dem Modler zutrauen, dass jede Art von Kampfroboter wichtig wäre. Und dass man nicht einfach sagen kann, ach, die textstufigst höchsten sind die besten. Deswegen schaue ich gerade mal so. Die haben eine etwas weitere Reichweite. Dafür schießen sie langsamer. Sind also vielleicht nicht ganz so sinnvoll gegen diese ganz schnell anflitzenden Selbstvernichter-Einheiten. Schaden ist dafür entsprechend höher, weil sie langsamer schießen. Richtig. Area of Effect ist bei beiden gleich. Hitpoints sind gleich. Ach so. Ach so. Das da ist ein Gatling-Roboter. Das da ist ein 7,6 war AK, oder? Ja. Das da ist ein AK-Roboter. Und der nächste wäre ein Sniper-Roboter, den ich aber nicht erforschen kann. Weil er zu teuer ist. Richtig. Jo, 12,7. Das wäre der Sniper-Roboter. Der allerdings nur eine Reichweite von 28 hat. Shooting Speed dafür entsprechend langsam und viel Schaden. Ich glaube, ich baue dann die Gatling-Roboter. Ehrlich gesagt. Um genau das zu machen, was vorgeschlagen wurde. Nämlich den Kleinkram wegzuballern. Also nehme ich mal die. Nehme ich mal die. Wenn mich das Autosave diesmal nicht unterbricht. Dann kriegst du hier dein Röhrchen. Kriegst du da eine Kiste und da eine Kiste. Und kriegst keinen Strom. So. Und du forderst bitte das Zeug da an. Braucht ihr echt so viel für ein? Ne, es ist das Doppelte, was gebraucht wird, wird angefordert. Das ist okay in dem Fall. Weil die Blöcke... Das sind dann mal eben 150 Eisenplatten und 100 Kupferplatten für einen einzigen. Plus das, was man braucht für die grünen Chips. Also echt happig, was so ein Ding braucht. Aber was tut man nicht alles, um an Alien-Attrakte ranzukommen? Das geht nicht wieder. Die Herstellung dauert eine ganze Weile. Aber ich werde trotzdem keine Spur reinpacken. Wegen Ökogon und so.
Was übrigens der nächste Schritt ist. Also in der nächsten Folge werde ich die grüne Chip-Vorräte plündern und ganz viele davon bauen. Ja, der wird schon mal abgebrochen. Das heißt, 2-3 Stacks grüne Chips. Was brauche ich noch dafür? Und rote Chips auch nochmal 1-2 Stacks. Damit ich richtig viele grüne habe, um komplett alle Schmelzen grün zu machen und danach die Fabriken anzufangen. Wobei ich die Fabriken auch ersetze von blau. Oh. Sie verbrauchen auch wieder mehr Strom. Haben allerdings auch wieder einen Slot mehr. Also können sie dann auch wieder ein grünes Ding ins Meer benutzen. Das sortiert sich recht schnell bei denen. Ne? 80% ist ein Limit. Weil, ja, zwei sind noch 60%, aber das ist okay. Ja, muss ich gucken, wie ich das handhabe. Aber auf jeden Fall wird das weiter getestet. Gut. Habe ich noch irgendwas vergessen? Die Illyrium-Dingens da habe ich bis auf ein Illyrium, glaube ich, abgebaut gehabt. Stein ist unverteidigt. Sollte ich zwischendurch mal reingucken. Wobei, nee, das habe ich abgerissen, richtig? Ja, das musste ich quasi aufgeben, weil es mir zu nervig war, es durchgehend aufrechtzuerhalten. Ich sehe hier Fehler in der Verteidigung, was Türme angeht. Das ist gar nicht gut. Kommen wir auf die To-Do-Liste für die nächste, übernächste Folge. Also das da angucken und das da sieht auch nicht richtig aus. Da guckt euch das mal hier an. Hier sind so ganz komische Grissel-Ws aneinandergereiht. Und da sind richtige Lücken. Also ich denke, hier fehlt es auch noch. Was aber komisch ist, weil das ist direkt unsere Westmauer. Das sollte eigentlich sicher sein. Ja, gucke ich dann aber gleich.